Jedes Jahr, wenn sich der Sommer dem Ende neigt, nehme ich mir eine Sache ganz fest vor und schaffe es nie. Und zwar meine freien Flächen im Garten mit Feldsalat zu füllen. Ich habe schon alles ausprobiert. Ich habe den Samen breitwürfig ausgeworfen. Ich habe Reihen gemacht. Ich habe das, alles Mögliche. Und am Ende war es viel zu wenig. Dann hatte man 3, 4 Reihen, aber keine 20, 30 Quadratmeter, wie ich das eigentlich vorhatte. Und deshalb spreche ich mal mit einem, der ein bisschen mehr Feldsalat anbaut. Und zwar dem Marcel. Und der zeigt uns heute, wie er als Profi etwas mehr Feldsalat halt anbaut, weil du brauchst das ja auch für den Verkauf, für den Hofladen. Und das Schöne beim Feldsalat ist, du kannst den, ja, was ist denn die Erntezeit? Da gibt es ja verschiedene Perioden. Richtig, aber wenn man jetzt direkt schon mal anfängt, also man kann jetzt anfangen auszusehen. Also jetzt Anfang September. Ist das noch im Herbst, also irgendwann fertig. Geht dann relativ schnell. Nachher dauert es natürlich, je kälter es wird, umso länger dauert das Ganze. Und man kann dann bis, ja, irgendwann so Anfang, Mitte April, dann fängt es an zu schießen. Okay, aber man könnte auch den Feldsalat im Grunde genommen den ganzen Winter ernten. Klar, also wenn so lange das frostfrei steht, das machen wir ja auch. Also, was heißt frostfrei? Muss man ein bisschen geschützt stehen. Ne? Also im Folientunnel, im Gewächshaus. Ist kein Problem. Ja gut, aber es gibt ja auch Feldsalat, da ist der Schnee drüber, wenn die noch so klein sind. Der taut und dann kannst du, dann wächst er ein bisschen weiter und dann fängt er aber allerdings irgendwann an zu schießen, weil er diesen Kältereiz bekommen hat. Genau, das ist das Problem. Wenn er einmal den Kältereiz hatte und es dann warm wird, dann geht er in die Blüte. Gut, aber nicht innerhalb von 2 Tagen. Man kann ihn schon noch eine ganze Zeit... Man sieht das schon so langsam kommen und dann muss man aber ganz schnell sehen, dass man ihn wegbekommt. So Marcel, du gehst da ein bisschen anders dran. Also du kämpfst gar nicht auf die Idee, das hier einfach so breitwürfig auszu... Das nicht. Also wir haben zwei verschiedene Methoden. Das eine ist eben wirklich mit der Saatmaschine in Reihen draußen direkt auszusäen. Das ist natürlich am einfachsten, am schnellsten. Aber man hat immer wieder Ausfälle, wo man wieder Lücken stopfen möchte. Oder wir haben vielleicht auch im Gewächshaus, wo wir Flächen haben, wo wir pflanzen möchten, wo aber im Moment noch was anderes steht. Mhm. Und deshalb ziehen wir dann auch in der Multiplatte Pflanzen vor. Gut, jetzt hast du hier so Multiplatten, die kriegt man normalerweise gar nicht so einfach. Es tun natürlich auch größere, also gröbere. Ja, klar. Aber bei Feldsalat ist jetzt einfach so, ich so ein großer habe. Also irgendwann ist der Aufwand Nutzen so ein bisschen. Genau, man möchte schon die Pflanzen so einzeln wie möglich stehen haben, oder? Einzeln oder in kleinen Tuffs. Genau, so ähnlich wie hier. Und so kann man die auch im Moment in den Gartencentern kaufen. Und dann hat man hier diese kleinen Presstöpfe. Da sind jetzt 5, 6, 7 Pflänzchen. Fast ein bisschen zu viel, oder? Geht das noch? Das hängt dann vom Pflanzabstand ab. Also wenn ich jetzt der so einen Platz zubillige, so 15 cm Durchmesser, dann ist das okay. Also stell dir mal vor, wenn du die Pflanzen dann aus den Multiplatten rausholst und die haben ungefähr so die Pflanzendichte und die Größe, wie weit würdest du die im Beet in Reihe auseinandersetzen? In der Reihe, okay. Also wenn es jetzt so ist, Pflanzengröße und Pflanzenanzahl in etwa so. Also so knappe 15 cm haben, 12 bis 15 cm. Hängt dann ja auch wieder ein bisschen von dem Reihenabstand an. Ne? Also wie würdest du den wählen? Bei 15 cm können wir jetzt fast schon wieder hier hingehen. Muss natürlich gucken, dass man dann noch mit seiner Hacke dazwischen kommt. Also das Doppelte, 30 oder was meintest du? Das hängt noch ein bisschen von der Hacke. Also normal unsere Hacken sind so, käme ich so gerade noch dazwischen. Das sind also eher 20 cm. Wenn man nur von Hand krautet, dann kann man also noch deutlich enger gehen. Da kann man so auf 15 mal 15 gehen. Ist dann auch möglich. Hängt davon ab, wie man vorhat, das zu machen. Ja, so sähe dann so ein ganz intensiv genutztes Beet aus, wo man allerdings viel von Hand arbeiten muss. Und wenn man es dann eben mit der Hacke lieber macht, bei uns muss einfach das Ganze ja auch ein bisschen schneller gehen, dann würde ich diesen Abstand machen. Gut, also du musst jetzt nicht hingehen, das hatte ich tatsächlich mal gemacht vor 3 Jahren. Ich habe mir hier so ein Ding genommen, Erde rein und in jedes mit der Pinzette einen Feldsalat. Die sind auch alle ganz gut gekommen und dann habe ich jedes extra vereinzelt. Dann erntest du ein Pflänzchen von einem Topf. Die allerdings sehr, sehr groß wurden. Wenn die dann Platz haben, dann werden die sehr groß, richtig.
Okay, war aber viel zu viel Arbeit. Ich meine, die 3 Stunden, die ich dann zum Aussäen, Auspflanzen gebraucht habe, die hätte ich auch irgendwie anders verwenden können. Wie machst du das? Ja, wir machen es ein bisschen anders. Wir füllen die Platte locker, da wird ein bisschen angedrückt, dadurch entsteht oben wieder ein bisschen Platz. Und in diesem Platz, ja, da mischen wir vorher ein bisschen Erde mit dem Samen direkt durch und füllen einfach die Töpfe dann mit diesem Gemisch auf. Okay. Dann haben wir zwar nicht jetzt unsere 5 Körnchen immer exakt da drin, wo wir es haben möchten, aber ich sag mal, der Aufwand ist dann so reduziert, ja, das unterm Strich, denke ich mal, ist es einfach günstiger. Das heißt, manchmal hast du zu viele, manchmal auch haben wir gar 7, nix. Manchmal haben wir 2, manchmal auch gar nichts. Wenn wir nur 2 haben, dann pflanzen wir auch einfach mal 2 zusammen. Mhm. Gut, magst du uns das denn jetzt mal hier vormachen? Also was brauchen wir? Wir brauchen eine Topfplatte, wir brauchen was zum Mischen. Genau. Wir brauchen den Saatgut und in solchen Tüten kauft der Profi das Saatgut. Ja. Also wir füllen ganz normal die Platte mit unserer Erde. Das ist jetzt hier so ein Gemisch, sind noch grobe Fasern drin, die streichen wir einfach oben ab. So, das ist jetzt erstmal befüllt. Jetzt brauchen wir ja wieder ein bisschen Platz für das Ganze, deshalb drücken wir nochmal etwas an. Jetzt haben wir ein bisschen Platz geschaffen, wo jetzt dann neue Erde oben drauf kann, die dann gemischt mit dem Samen direkt. Okay, du hast natürlich jetzt ein Spezialgemisch aus verschiedenen Erden und diesem Bimsand. Geht auch ganz normale Anzuchterde oder würdest du jetzt um die Jahreszeit, weil die Pflanzen haben jetzt volles Licht, auch schon ganz normale Gemüseerde? Das sehe ich alles jetzt nicht so eng. Also man kann Aussaaterde nehmen, man kann normale Gemüseerde, Pflanzerde nehmen, eine gute. Alles kein Thema. Ja, Marcel, also ist wahrscheinlich schwierig, da jetzt ein Mischungsverhältnis anzugeben. Ja, also das muss man ein bisschen nach Gefühl machen. Also wir werden jetzt ja relativ dünn Erde nur drauftragen, weil es nicht richtig runtergegangen ist durch den Bimsand. Also werde ich ein bisschen mehr Samenkörner reintun. Ein bisschen nach Gefühl einfach. Das Ganze gut durchmischen. So, das füllen wir jetzt einfach direkt da drauf. So, jetzt haben wir es ungefähr verteilt. Ja, ich würde sagen, das war doch relativ einfach. Und dann hast du hinterher, ich glaube, das sind ungefähr 120 von diesen kleinen Pötten. Ich habe es jetzt nicht gezählt. Nee. Vielleicht ein paar weniger. Ja, knapp 100, glaube ich. Und so schnell. Ja, also wenn man jetzt anfängt, einzeln da reinzuzählen. Ne? Wie gesagt, nicht ganz optimal das Ergebnis, weil mal hat man ein paar mehr drin, mal ein paar weniger. Aber so, wenn du ein paar mehr hast, wie gesagt, dann einfach ein bisschen weiter auseinander setzen. So ein Dingen hier noch, da noch, gut, das ist jetzt ein bisschen größer, der richtige Presstöpfer, aber das noch mal teilen eher nicht, ne? Würde ich nicht machen, da reißt man zu viel auseinander, die sind ja teilweise eng zusammen und gibt ziemlich Verluste dann. So, wenn ihr auf die ganze Aktion keine Lust habt und so Pflänzchen fertig kauft, bitte achtet da drauf, das habe ich auch schon teilweise in eigentlich besseren Gartencentern gesehen, die waren schon so hoch, und mit ersten Blüten ansetzen. Da werdet ihr natürlich gar nichts mehr von ernten können. Das könnt ihr vielleicht noch den Hühnern geben. Also gut darauf achten, dass die noch relativ niedrig sind, weil da will man ja noch was von wegernten können. So, wie geht's dann weiter? Das wird jetzt hier in dieser Wanne, das wird gleich angegossen, ein bisschen feucht genau, gehalten. Man kann sie hinstellen, kann drüber brausen, aber wenn man jetzt den Samen so oberflächlich hat, dann ist schnell mal was runtergespült. Deshalb stellen wir das immer in eine Schale, wo dann Wasser reinkommt, dann kann es langsam von unten hochziehen. Dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass Feldsalat ein Lichtkeimer ist, weil du den nicht nochmal extra mit Erde abgedeckt. Ja, normal wird er ein bisschen tiefer gesät, aber das wäre mir jetzt hier zu viel Aufwand. Aber es funktioniert so, das klappt schon. Gut. Wann kommen die Pflänzchen aus den Multiplatten raus? Wie groß müssen die sein? So wie der da? Oder
Ja, es hängt ein bisschen von der Platte ab. Also wenn ich jetzt kleine Töpfe habe, ist der Topf natürlich schneller durchwurzelt. Es geht ja darum, wenn man sie rausnimmt, die Pflanzen, dass nicht der ganze Erdballen auseinanderfällt. Deshalb muss eine gewisse Mindestmenge an Wurzeln da sein. Deshalb in dem Fall wahrscheinlich was kleiner schon, weil die sehr kleine Töpfchen sind. Wenn man größere Töpfe hat, lässt man ein bisschen länger wachsen. Gut, dann kommt irgendwann der Zeitpunkt und du sagst, die kommen jetzt ins Freiland. Wie geht es dann mit Düngung weiter? Also ich würde eigentlich beim Auspflanzen oder vor dem Auspflanzen schon ein bisschen Dünger einarbeiten. In die spätere Erde oder genau, hier in das? Nein, in die spätere Erde. Wir machen es oft auch nochmal so, dass wir kurz vor dem Auspflanzen die Palette nochmal in Wasser tauchen, einmal damit sie nass ist, aber da gleichzeitig ein bisschen Dünger reingeben. Dann kann ich schon mal. Also was Flüssiges dann? Was Flüssiges, dann kann ich schon mal durchstarten. Könnte aber auch so ein bisschen Brennnesseljauche sein. Kann man auch machen. Stickstoff betont oder? Ja, also Feldsalat ist ja nun eine Blattpflanze, man will Blätter ernten. Deshalb zumindest am Anfang erstmal Stickstoff betont. Wir wollen natürlich nachher, wenn es zur Ernte losgeht, nicht zu viel Nitrat drin haben. Mhm. Deshalb also am Anfang soll er ruhig ordentlich wachsen, aber nachher mit der Stickstoffnachdüngung ein bisschen aufpassen. Und wenn man das sehr spät macht, also kurz vorm Winter, sollte man da nicht sowieso gar nicht düngen und den, ja, weil wenn der dann auf einmal anfängt zu wachsen, schwache Zellen, dann kommt der Frost und dann ist er hinüber. Das ist richtig und nicht, also wenn man jetzt gar nicht düngt und dann erst im Frühjahr, wenn es dann warm wird, dann düngt man quasi auch in die Blüte rein. Also in dem Moment, wo er dann anfangen würde zu schießen, dann ist er vorher nicht gewachsen und man düngt dann erst, wenn er sowieso schon in die Blüte geht. Also das, ich würde lieber gucken, dass nicht übertreiben, aber ein bisschen Dünger immer drauf ist. Das also im Winter. Bei uns ist ja oft so, dass es frostfrei ist und er wächst den ganzen Winter über weiter. Ja, soweit zu der Methode, wie Marcel seinen Feldsalat anbaut. Ich habe gehört, wenn das spezialisierte Betriebe machen, die haben extra Maschinen und da hast du hinterher so eine Art, wie so ein Grasteppich, der ist schon vorgesät. Dann wird der ausgerollt und nur noch gegossen und das kann man wohl auch so bestellen als Gärtnerei. Aber ich denke, du kommst super so zurecht. Wir machen so, also für diese Bestellungen sind wir einfach zu klein, das lohnt sich nicht. Ne? Ich werde es auch mal dieses Jahr so versuchen, vielleicht ihr auch. Ist eine super Pflanze, wenn man brachliegende Flächen über den Winter hat. Vor allen Dingen auch im Gewächshaus. Einziger Nachteil, man muss auch im Winter gießen ab und zu richtig. Mal. Marcel, kannst du noch zwei, drei Worte zu den Sorten sagen? Ja, also wo wir darauf achten, ist eben, dass es möglichst eine großblättrige ist, dass wir also, wenn wir diese Röschen ernten, dass wir also möglichst auch einen gewissen Ernteerfolg haben und den schnell unsere Ernte zusammenbekommen und dann nicht Ewigkeiten sitzen. Das andere ist unbedingt auf Mehltaufestigkeit achten. Okay. Wo ich drauf achte, mir ist es ja als Hobbygärtner jetzt nicht so auf den Ertrag, schon auch, aber der Geschmack muss auch stimmen, ne? Klar. Also man hat bei den kleinblättrigen ja manchmal einen super Geschmack. Aber auch, ich hatte letztes Jahr auch deinen probiert. Der ist ja auch nicht schlecht. Und ja, also wie gesagt, bei uns ist halt wichtig. Und ich denke nachher in der Küche auch. Ne? Ich meine, je kleiner die Blätter sind, umso mehr Arbeit hat man damit. Genau, die Putzerei ist auch so eine Sache. Okay, so viel zum Thema Feldsalatanbau im Herbst, auch als Wintersalat. Und wie immer, hat euch dieses Video gefallen, gebt ihm einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare. Empfehlt diesen Kanal weiter, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.